Moin Leute, willkommen zu Bierpong in Minecraft. Vielleicht kennt der ein oder andere was von euch. Also da hinten ist jetzt so eine Art Becher und hier muss man das jetzt mit TNT machen. Das Ganze ist ein bisschen tricky, ich selbst hab's noch nicht hingekriegt. Ich demonstriere das jetzt einfach mal. Erstmal setzen wir hier ein bisschen TNT hin. Hier kein TNT. Das muss dann auf dieser Tafel setzen wir das dann. Und jetzt machen wir da Sand hin. Geht's da? Ist jetzt wohl ein Bug in diesem Snapshot. Okay, ich probiere es gleich nochmal in einem anderen Snapshot. Bis gleich. Okay, es muss sich hier wirklich um einen kleinen Bug handeln. Ich habe jetzt mal viele verschiedene Snapshots durchprobiert und es funktioniert nirgendwo. Bei mir verschwindet das TNT irgendwie einfach mal und nach einer Minute oder so explodiert es dann. Ich habe dann euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung einen Link gepackt, wo ihr dann beim Ersteller von der ganzen Map sehen könnt, wie das funktionieren soll. Was ich jetzt mal mache, ist euch zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also, ihr seht hier, wenn ich auf den Knopf drücke, fällt nur der Sand runter. Das Schwierige an dieser Sache ist, der Sand, der wird nicht weggeschickt, wenn er schon hier unten liegt. Der muss in der Luft sein. Und deshalb ist hier ein kleines Delay drin. Und dieser Command-Block, der, ja, alles was er macht, ist einfach nur oben den Sand wieder hinsetzen. Wir können uns das Ganze wieder angucken. Und da ist schon der neue Sand. Das war das auch schon. So ja, TNT macht ja übrigens keinen Schaden, wenn es im Wasser ist. So, hier, was wir hier sehen, das ist unser kleiner Becher. Und hier unten drunter seht ihr Hopper. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wie können diese Hopper, also diese Trichter, den Sand aufnehmen? Wie doch dann hier letztes Mal landet. Wenn Sand irgendwo runterfällt, wird er doch wieder zu einem Block. Ja, ihr seht, die Snapshots sind lang noch ein bisschen rum. Nun, das hier ist ganz einfach, denn wenn ich jetzt hier Sand drauf fallen lasse, die Entities updaten hier nicht so schnell, aber der wird gedroppt. Warum? Das hier sind Teppiche. Und wie das Ganze von innen funktioniert, das zeige ich euch auch gleich. So, ich habe hier mal wieder ein bisschen Zugang in den Becher rein verschafft. Und ihr habt ihr eben schon gesehen, die ganzen Hopper, die gehen in diese Kiste. Wenn ein Item in dieser Kiste ist, dann geben diese Comparator einen, ja, ein Output. Also ein Signal, das sehen wir hier. Und ja, ich falle da irgendwie runter, denn was da passiert, das sage ich euch jetzt auch ganz schnell. So, wenn ich einmal reinkommen würde. Ah, dann so. Zuerst holt sich hier dieser Command-Block einen anderen Becher von. Ah, komm, raus. Da oben. Da oben, seht ihr das? Dort holt sich dieser Command-Block dann einen neuen Becher runter. Zwar an. Diese Position von dort bis dorthin, wenn ich das jetzt richtig sehe. Und wenn das passiert ist, es dauert natürlich immer ein bisschen. Deshalb hier auch der Repeater. Und damit es auch durch diesen Block durchgeht. Dann wird hier dieser Bereich, wo jetzt dieser Becher ist, mit Luft gefüllt. Weil man das alles natürlich nicht irgendwie so ganz zufallisieren kann, also ganz zufällig machen kann. Duplikaten geben und 3, dann sind wir ein bisschen schneller da oben. Da wurden hier einfach 4 verschiedene Becher hingemacht. Game Rule, bin ich blöd. Game Mode. Game
Mode. So, jetzt aber. Jetzt können wir nämlich auch ganz schnell da hoch. Jetzt, wie ihr seht, hier jetzt wieder die verschiedenen Wäscher. Und hier haben wir auch die Command-Blocks dazu. Da springt es vielleicht ein bisschen zu schnell. Ab. Ein bisschen langsamer, zu langsamer. So, hier sehen wir dann wieder diese ganzen Scharniken in den vier einzelnen Bechern von innen. Das war es auch schon, also was ich euch zeigen wollte für dieses Video. Wir sehen uns dann wieder am Dienstag. Das richtig sehe zum nächsten Video. Was wir da machen, weiß ich selber noch nicht. Muss ich mal noch gucken. Ich nehme gerade wieder alles in letzter Sekunde auf. Und ich wollte mich nochmal jetzt entschuldigen, dass da kein richtiges Ende von Fire Earth Reloaded kam. Wir haben da eine Stunde lang was aufgenommen, aber ich habe vergessen, den Ton aufzunehmen. Von daher, ja. Fire Earth Reloaded Serie ist jetzt erstmal für das erste rum, aber das heißt nicht, dass ich nicht weiter da auf diesem Server spiele. Ich mache jetzt ganz im Gegenteil noch ein paar Maps dafür. Alle zwei Wochen kommt eine neue Themenmap. Das heißt, es lohnt sich wirklich dort regelmäßig mal drauf zu gehen. Gibt es auch immer was Neues. Die IP findet ihr in meinen Fire Earth Reloaded Videos. Und ja, da gibt es jetzt, wo ich das spiele, ganz viele Änderungen. Müsst auf jeden Fall dort mal vorbeischauen. Ich werde auch hin und wieder mal noch von dort ein Video machen. Also denkt jetzt nicht, wobei ich jetzt da die Serie beendet habe, ist auch der Server tot. Nee, ich wollte einfach nochmal wieder Back to the Roots, hier mal schönen Reviews und so machen. Waren hier gerade irgendwie komische Sounds? Da habe ich denn nur gehört? Ja, ich glaube, ich habe mich da verhört. Ja, okay, wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ciao.